Ich werde ihn frontal angreifen, um ihn rumrennen, um ihn dann mit meinem Knüppel zu aufs Auge rumzuknüppeln. Willkommen zurück, liebe Leute, zu Zelda Breath of the Wild. Ich habe gerade einen Überblick verloren, welcher Part das ist. Ich glaube, der fünfte, oder? Weiß auch immer, fünfte oder sechste? Aus jeden Fall. Definitiv genügend Parte hinter uns, um den ersten Eindruck vom Spiel zu sagen. Ach du Scheiße. Und jetzt übergib es mal kurz an den Gaming Warrior Typ. Was hältst du bis jetzt vom Spiel? Nichts. Laut sagen und reden. Junge, das kannst du doch in so einer Situation nicht von mir verlangen. Alter. Alter. Rede. Er bewirft mich mit Steinen. Alter, nee, der baut jetzt seinen Kumpel wieder zusammen hier. Also auf jeden Fall. Alter, man muss die ganze Rolle. Ich hab's gesehen. Zum Ende von dem Part wird es eine Bewertung geben, wo wir in unserem ersten Eindruck von dem Spiel sagen werden. So, jetzt kann man meinen Eindruck vom Spiel sagen. Ich finde das Spiel sehr gelungen. Okay, dann sag deinen schon mal jetzt. Lob an die Entwickler. Es ist wirklich toll zu spielen, auch dass man so viele verschiedene Waffen benutzen kann. Ich meine, Feuerpfeile, Bogen, Äxte, Hämmer, Knüppel, man kann alles aufsammeln. Man kann wirklich alles aufsammeln. Ja. Überall hochklettern, überall irgendwas machen. Man kann Bäume. Das ist nicht umsonst das beste Zelda-Spiel. Warte mal, kann man auch mit der. Yay, ich kann sogar mit meinem Schwert Bäume fällen. Auch aber das wird umständlich. Yay. Oh, scheiße, dann werde ich da brauchen. Ja, sehr gut, schön. Ich sollte die Axt dafür nehmen. Du sollst ein bisschen was essen, ne? Ja. Du hast nur ein Dreiviertel Herz. Ich muss mit einem der Knüppel. Also wie gesagt, am Ende gibt es eine ganz genaue Bewertung. Aber siehst du, jetzt ist das Wetter schon wieder alles. Es ist Tag. Und die Logik in diesem Spiel ist auch überragend. Aber es lässt mit der Axt Wetterverhältnisse, wie man hier sehen kann. Ja, also man sagt ja Batman, also man sagt ja, wer Batman, ne? Bat, die bösen Fledermäuse. Hey, mir fällt gerade was auf. Was? Warte mal, da war doch gerade so ein Feuer, oder? Ich glaube, das ist eine Taube. Wo? Der Vogel, der da gerade war. Ja, aber wo ist das Feuer? Ey, war doch ein Feuer, oder? Ich weiß es nicht. Oh, oh shit. Ja, okay, ich bin raus. Und tschüss. Schön, dich gekommen. Ja, da hast du den ersten Boss und hast du ein halbes Herz. Und ich werde gespeichert. Sehr schön. Wie schön, dass du mich. Ich finde es sehr gut, dass das Wissen speichert. Weil wenn man irgendwie verreckt oder so. Also, das wäre auch nicht. Ich das Rest praktisch. Muss ich sagen? Wenn ich meinen Bogen jetzt spanne. Verdammt. Oh, scheiße. Da hab ich mein Feuer. Aber du hast sie getroffen. Wenigstens etwas. Oh, scheiße. Jetzt zerstört sie den ganzen. Oh. Ah, das ist der Baum des Todes, Alter. Definitiv. Ja, das ist jetzt ein Boss. Jetzt hast du ja, den. Ja, toll. Das wollte ich jetzt gar nicht so. Und jetzt willst du den nicht haben. Damn. Der. Du aufs Auge schießt. Ja, den ist. Das, da hinten hat er so ein Auge. Ach, dieses Auge vorne. Hä? Wo hat er hinten ein Auge? Ja, halt das Ding da. Keine Ahnung. So, schon die Ladung an die Hand. Nee, das sieht es nicht. Stell. Oh, komm. Oder hier vielleicht ins Getriebe rein. So.
Jetzt hat er es bemerkt. Und es war krass schnell. Ja, die stellt das Spiel. Und ich wollte es nicht ins brennende Gras gehen. Wird übrigens als unter anderem das schwierigste Zelda-Spiel überhaupt, das heißt nicht. Ach, scheiße. Die ich nicht umsonst, würde ich sagen. Ich heile dich. Ob man dich hier so sieht, wenn du dich bückst, ja. Also, das war brenzlig. Der ist unbesiegbar, der ist unbesiegbar. Ich brauche was Härteres. Definitiv. Feuerpfeile. Kommentier mal kurz, in dem, was du gerade machst. Die Feuerpfeile einfach ins Getriebe reinzudämmern. Oh, damn. Ne, den krieg ich nicht klein. Den krieg ich nicht klein. Ja. Oh. Ich krieg den nicht kaputt. Das ist krass. Ja, der ist heftig. Aber irgendwie muss ich den kaputt bekommen. Es gibt irgendwas. Wie speichert man? Da speichern. Ich habe eine sehr gewagte Idee. Welche? Ich werde ihn frontal angreifen, um ihn rumrennen, um ihn dann mit meinem Knüppel zu aufs Auge rumzuknüppeln. Und das funktioniert, ja. Was ist der Wangspeicher? Ah, shit! Der Typ, der rasiert. Kann ich vielleicht auf ihn draufklettern und auf ihn rumhacken? Also diese Explosion, die der auch erzeugt. Unmenschlich. Fuck it. Fuck it! Outset! Wofür haben wir gespielt? Outset! Ach, scheiße. Ich werde mich jetzt noch mal kurz von ihm fernhalten, aber ich glaube nicht, dass Link auch nur eine Explosion von seinen Explosionen überlebt. Also ja. Heal ich mich jetzt einfach mal nicht. Das ist schon der erste Spiel gebossen, aber fängt schon mal an. Er lebt wieder nicht. Gut. Ah, jetzt komm schon! Ah! Damn. Du hast etwas abgebrochen. Aber du kannst nicht aufgeben. Das ist mir sowas von klar. Hopp, 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 hopp. Damn son. Oh, shit. Komplett zerstört. Mit einem Schuss. Ganz geil gemacht. Ja, tut mir leid. Das kann... Du wolltest einen Bosskampf und dann sowas, ne? Ja, was... Ich mache einfach fast keinen Schaden an ihm. Das ist doch krass. Und sowas ist dann ein Gegner hier. Ich glaub's ja nicht. Kann ich auf ihn hochklettern? Ey, eine Frage, hallo. Check. Ach, ich hab's. Ach, scheiße, geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ach, der verkokelt mich schon wieder. Oh Mann, ey. Wir haben Zeit. Wer ist doch krass einfach. Einfach nur noch krass. Nur starke Waffen sind. Gut, also
Ich besitze keine guten Waffen zurzeit. Heißt, ich bin raus. Wächter kann mich mal. Du kannst dich gegen auch noch später wettmelden. Ja. Ich lasse ihn jetzt einfach in Ruhe und gehe. Ich habe doch sowieso keine Chance gegen den. Hast du den gesehen? Ein Schuss und ich war raus. Einfach kaputt. Ganz verstörende, krasse Wendung. Wie viele sind hier auch? Gut, die leben alle nicht. Hier ist auch einer. Und zwei. Ja. Ja, und plötzlich wieder Tag. Und da ist ein Wespennest. Sehe ich gerade. Ja, stell andere Waffe wählen. Das ist wichtig. So, da kommen jetzt 2 Minuten auch schon zu einer kleinen Feedback-Runde. Wo wir kurz ein bisschen das Game bewerten werden. Dies machen wir in 2 Minuten, nur so als Info. As a little short info. Lustig, deines Feuers hin. Irgendwie. Mann, ich wollte das kochen. Du kochst jetzt was? Ja. Das geht nämlich darüber theoretisch. So, wir kochen uns einen Apfel. Und die Hand ins Feuer. Er brennt! Du hast einen Apfel verbrennen lassen. Röstapfel, das ist ein Röstapfel geworden. Alles gut. Na dann kannst du jetzt essen. Ich mach jetzt einfach alles. Ja, sehr schön. Wollte ich die Faktor auch machen? Komm, jetzt einfach mal alles. Hey! Einfach verpuppelt. Ich wollte nicht probieren, alles ich glaub, ich muss verbrennen zu lassen. Ja, ich weiß. Dann hör damit auf. Nein. Doch. Ich muss es abpassen. Oh. Oh Gott, dammit. Ja. Also, nächstes probier jeden Tag sein Pate so rum. Davon hochzuladen. Wochenende 3, unter der Woche 2. Ich weiß, was ich machen muss. Rausnehmen, sobald es brennt. So hab ich das gehandhabt. Ach man. War nicht nur. Und der Typ von Gaming Warrior wird dann wohl jede Woche einmal zum Aufnehmen kommen für einen Tag. Muss ich mir schauen, wie wir das handhaben. Ab sofort. Aber da werden wir bestimmt eine Lösung finden. Du musst halt einsammeln, bevor die anfängt zu brennen. Ach, ich weiß, was ich mache. Ich kümmere mich lieber erstmal um einen.
Und dann kann ich sie alle hintereinander machen. So, würdest du jeder normaler Mensch machen? Du hast einen Rostapfel. Yay! Dann lass dich schmecken. Der war, glaube ich, weiter hinten. Achso, du machst jetzt alle. In die Hand beide. Vielleicht kann ich jetzt zwei machen. Wir machen Röstäpfel. Aber wieso sind die Fledermausflügel gerade nicht durchgegangen? Ich glaube, die geht nicht. Ich habe auch keine Ahnung. So, aber essen wirst du die erst im nächsten Part, muhahaha. So, dann bleib mal kurz im Menü drin. Warum? Okay. Ich will mit einem Rostapfel abschließen. Dann schließt das mit dem Rostapfel ab. Ja. Sehr schön. So, dann gehen wir mal ins Menü. Machen jetzt Real Talk. Mal zum 5. oder 6. Part. Was hältst du vom neuen Zelda? Ist geil. Denk es auch. Also, ich meine, dass man jetzt einfach so Sachen kochen kann, alles machen kann damit. Okay, was mich wirklich auch mal interessieren würde. Ja, Essen ist cool. Warum sieht das Holzbündel zum Essen? Keine Ahnung. Vermutlich kann man es auf den Boden legen und dann mit dem Feuerpfeil drauf schießen. Man kann Feuer damit machen. Genau. Mit so einem Feuerpfeil. Aber, nein, nicht ausprobieren, machen den nächsten Part. Vielleicht sogar eine Sache von mir. Ich finde das halt auch, das muss jetzt sein, deswegen ist dazu. Auch das wird auch so toll. Dass man es halt mitnehmen kann. Vielleicht halt noch kurze Fazit. Von was? Vom Zelda. Und von der Switch, von beiden. Switch ist sehr klein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber insgesamt. Insgesamt ist sie gut mit dem Controller. Lässt sich das auch für welche spielen mit großen Händen. Ja, aber bei der Nintendo Switch Pro Controller noch geiler ist, den ich mir holen werde. Ja, ich finde es auch super cool, eigentlich die Switch und das Zelda-Spiel. Das sieht grafisch immer noch überragend aus. Das war unser kleines Fazit bis jetzt. Wir machen nochmal eins mittendrin und zum Schluss irgendwie. Ich bedanke mich fürs Zusehen von dem Part. Im nächsten Part geht es weiter. Macht's gut, liebe Leute, und ciao! Thank you.